Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village oder aber auch Resident Evil 8. Wir sind hier wieder am letzten Speicherort hier in der Kirche. Und ja, in der Kirche soll angeblich noch was sein. Ihr seht, das ist ja hier rot markiert. Alles, was blau ist, ist ja durchsucht. Das habe ich ja herausgefunden. Deswegen will ich noch mal ein bisschen genauer hier gucken. Was übersehe ich hier? Irgendwas übersehen wir hier. Ah, da. Das hatten wir doch schon. Kann ich das nicht mitnehmen? Das haben wir ja schon gehabt in der letzten Folge. Die Frage ist jetzt nur, was wir hier übersehen. Also irgendwas übersehe ich scheinbar hier, weil sonst wäre es ja hier nicht rot. Hier. Oh, die Tür sollte eigentlich nicht aufgehen. Vielleicht, ich weiß es auch nicht, ist das so ein Anzeigefehler? Keine Ahnung, vielleicht wegen dem hier. Vielleicht übersehe ich hier ein Kraut. Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach mal, bevor ich hier die ganze Zeit das durchsuche. Los. Dann wollen wir mal los. So, ja, in der letzten Folge haben wir ja hier quasi aufgeräumt so ein bisschen. Ich weiß halt nur nicht, wo jetzt dieses Ding ist, um die Tür zu öffnen. Oh, wir laden mal nach. Weil wir brauchen ja irgendwas, um die Tür zu öffnen. Die Leikant. Oh, diese Geräusche immer hier. Ne, obwohl hier eigentlich nichts sein sollte. Wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen aufgeräumt. Ist das wegen dem Wind oder läuft hier wieder was rum? Man weiß es nicht. Ich hoffe, hier ist nichts mehr. So, jetzt müssen wir halt irgendwas finden, um hier weiterzukommen. So, dann werde ich ein bisschen weiter mal außen gucken. Ich meine, außerhalb habe ich noch nicht so genau geguckt, meine ich. Waren wir schon in dieser Hütte? Ich glaube schon, ne? Ja, Leute. Da sind wir im Village. Auch ich mal. Boah, ich habe so richtig Angst die ganze Zeit, ne? Diese ganzen Büsche, wie die rasseln und. Das ist wirklich eine Atmosphäre hier, die ihresgleichen sucht. Also, dieses Torchen müssen wir hier aufkriegen. Aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau wie. Also hier sind diese Personen, die wir retten sollen. Beziehungsweise denen wir den Weg hier frei ebnen sollen. Hätte ja sein können, dass man das Ding runterhauen kann. Irgendwas übersehe ich noch. Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig bin. Vielleicht muss ich auch ganz woanders hin. Quest. Ein Weg ins Schloss finden, nach Rose suchen, in Luisas Haus Schutz suchen. Um Luisas Haus zu kommen, muss ich aber dieses Torchen öffnen, wo die beiden Vater und Tochter wahrscheinlich oder Mann und Frau auf mich warten. Ich weiß gar nicht mal, wie die heißen. Hier geht's auch weiter, irgendwie. So. Mensch, der kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn das? Irgendwas fehlt uns, Leute. Hier waren wir auch schon, ne? Das Haus hatten wir schon auf den Kopf gestellt. Ja. Oh. Okay, dann lass uns mal gucken. Also. Da kamen wir raus. Hier ist der Weg. Haben wir vielleicht hier irgendwas übersehen? Ich weiß das nicht. So, weiter geht's. Diese Hütte, da kommen wir eh nicht rein, ne? Genau, das hier müssen wir irgendwie öffnen, Leute. Aber wie? Ist die Frage. Ich kann ja mal reingehen, vielleicht finden wir da einen Hinweis oder so. Hier hinten waren Wenn wir ich auch schon. Schnell etwas tun. Soll ich denn das Tor da öffnen? Hier waren wir schon. Also da bin ich mir sicher. Aber wir können ja trotzdem nochmal so einen Blick raufwerfen hier. Da liegt was. Schießpulver. Nehmen wir gerne mit. Können wir hier rüber? Ah! Wir können hier so rüber. Alles klar. Jetzt vielleicht öffnen? Alles klar. Kommt! Alles gut! Das ist es! Los! Schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Du
Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Kleinen Augenblick, Leute. Ach, da kann ich nichts nehmen. Ich dachte, ich kann da was rausplündern. Mutter Miranda... Gleich sind wir in Sicherheit, hat Vater. Uns immer beschützt, sagt sie. Das ist auch ihr Vater. Ich dachte, es hätte ja sein können, dass es die Freundin ist, aber... Ist wohl doch der Vater. Oh Gott, so viel Blut. Okay, das Scheißhaus hat uns Plus gemacht. Wir haben eine flüssige Chemikalie. So, können wir hier rein. Leute, das wird auf jeden Fall knallen hier, glaube ich. Ich bin mal gespannt, was auf uns hier zukommt. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Oh. Sei still! Die Monster hören dich nach. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut... Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Was gehört? Sie vertraut uns, Kollege. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Der Kollege da draußen. Oh, raus können wir nicht mehr. Jo, wir sind hier erstmal eingebüxt. Oh, wir können speichern. Das ist gut. Was gibt's hier zu lesen? Luisa, Sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt. Okay. Mutter Miranda scheint hier irgendwie sowas wie die Beschützerin des Dorfes zu sein. Oder die, die es hier terrorisiert. Zumindest. Machen kann, was sie will quasi hier. Ja, Moment, ich will das mal lesen. Okay. Ein Fotoalbum. Kann man aber nicht lesen, ne, was da drauf steht. Man kann da auch nicht ranzoomen irgendwie. Na gut, dann lassen wir das. Scheint nichts zu bringen, glaube ich, ne? Vielleicht übersehe ich auch was. Keine Ahnung. So, was haben wir gesagt? Ja, Bewaffnung können wir wegpacken, sonst geht gar nicht, okay. Das hatten wir schon gelesen. Hier können wir hier durch? Nee. Speichern einmal. Natürlich, speichern geht immer. So, dann, ja, wollen wir mal weitergehen. Gucken, was sie zu sagen haben. Schöne Bilder. So. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja klar.
Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn, für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Ach du Scheiße! Lass ihn los! Ach du Scheiße! Der hat sich verwandelt! Ich sagte aufhören! Oh Gott! Es tut mir leid, Vater! Hey! Das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Ach du Scheiße, Leute. Wir müssen hier raus. Das war irgendwie, wie man es von früheren Razy-Teilen kennt, auch wenn man von den Viechern verletzt wird, man verwandelt sich scheinbar. Habe ich jetzt nicht gewusst. Boah, er hat die letzte Gemeinschaft aufgefressen, aufgelöst. Ach du meine Güte. Wahnsinn, der Kerl. Da ist jetzt nichts mehr übrig von normalen Menschen. Können wir was mit dem PKW machen hier? Nee, doch. Motor starten. Aber ich will erst einmal kurz gucken, ob ich das wirklich möchte da rein. Ich möchte erst einmal gucken hier. Nichts. Wollen wir mal gucken, ob man den Motor direkt starten kann? Vielleicht geht das ja irgendwie. Nee, wir brauchen Schlüssel. Ah, okay. Das zählt wohl mit. Okay, dann nehmen wir erstmal die Waffe. Ich weiß ja nicht, was uns erwartet. Ne? Ich bin mal vorsichtig. Das sieht hier schon so verdächtig aus. Aber eigentlich gut geschützt. Nur das halt... Oh, das nehme ich zurück. Das nehme ich zurück. Hier ist... Wohl. Puh. Hier überall Knoblauch wieder. Das hat wohl echt was damit zu tun. Die Viecher vielleicht zu verscheuchen. Glauben die zumindest. Da liegt was. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Wo ist denn der Schlüsselanhänger? Ist die Frage, da? Autoschlüssel.
So, da kann man nochmal genauer gucken, ob da irgendwie... Ah, das kann man so aufmachen. Der Schraubenschlüssel, der ist da mit drin, okay. Au, Mann, das wollte ich nicht. Alter, jetzt habe ich eine Munition weggehauen. Oh, das ist doch nicht... Was ist das? Lay? Das ist die Währung, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Kann ich hier noch was aufmachen? Da. Da. Mann, jetzt habe ich eine Munition weggehauen, Alter. Ich bin so blöd. Oh, Mann. So, deswegen rüste ich jetzt die Messer aus, falls ich nochmal irgendwie aus Versehen draufdrücke. Sonst gibt es hier nichts, ne? Oder ich übersehe einfach was. Okay. Okay, okay. Sieht gut aus. So. Wir müssen irgendwie hier durch. Okay, mit dem PKW vielleicht durch... Nee, das... Ich glaube... Ach, Schraubenzieher. Wir haben noch einen Schraubenzieher, ne? Können wir das irgendwie benutzen? Die führt anscheinend nach draußen. Das Feuer breitet sich auch gefühlt irgendwie aus. Boah, das qualmt ja auch schon ordentlich. Mist, das Feuer breitet sich aus. Schlüssel mal rein. Kein Tacho. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Oh-oh. Freiheit! Das war nichts. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Ach, Kacke. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Okay. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Ach, du Kacke. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Ach, du Scheiße. Die Arme. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Oh Mann. Was für eine Szene. Das war wirklich... Hut ab. Das war wirklich eine heftige Szene. Ich versteh's nicht. Oh. Hier ist nichts, ne? Hätte mich auch so gewundert. Gar nichts? Tatsächlich nichts. Ich guck nochmal, lauf nochmal so durch. Hier ist echt gar nichts.
Ach Mensch, da habe ich gedacht, jetzt haben wir wenigstens mal so eine Person, mit dem wir ein bisschen zusammen abhängen können. Menschliche Wesen, und jetzt hast du sowas hier. Dann verlierst du die auch noch. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Tja. Fuck! Der gute Ethan, der Arme. Tja. Die Frage ist nur dieses Fragment. Wo kriegen wir das denn her? Sollten wir das ja nicht von diesem Haus irgendwie rausbekommen? Dachte ich zumindest. Da ist noch so ein Raum, was wir noch nicht komplett durchsucht haben angeblich. Was? Sag jetzt nicht, wir haben das übersehen. Ja, kommen wir eh nicht mehr rein. Oh. Kaum kommen wir, ist das ganze Haus auch vernichtet worden. Ne? Das ist sowas von ätzend. Ein Weg ins Schloss finden. Ich frage mich jetzt, wie wir das machen sollen. Schraubenzieher öffnen? Ja, geil. Ach, da ist das Ding drin, glaube ich, das wir brauchen. Ja. Dämonenfragment. Jetzt haben wir zwei. Also jetzt haben wir alles, um ins Schloss zu kommen, theoretisch. So, jetzt müssen wir eigentlich mal das Türchen öffnen, aber... ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich möchte. Das Türchen hier zu öffnen. Ich nehme mal die Pumpgun. Können wir was craften? Dass wir uns vorbereiten. Einmal crouchen. Ja, Kraut. Zwei. Jetzt haben wir drei. Und einmal Munition. Ja, komm nochmal. Ja. Jetzt haben wir auch, sage ich mal, ordentlich Munition. Falls die nochmal kommen, die Viecher. Die werden sowieso kommen. Was war das? Warum knallt es hier? Kann ich hier nicht rausgucken irgendwie mal? Muss ich dann... Ah, ich kann auch hier raus, ne? Doch nicht. Ah, okay. Wir müssen das Tor aufmachen. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Ach du Scheiße. Hey! Das ist diese Frau, Mutter Miranda. Wer war... Was war das? Die Kirche läutet. Hier ist alles durchsucht, naja. Brauchen wir nicht immer rein. Die Machete von dem Kerl wäre geil gewesen. Hier ist auch nochmal so ein komisches Fragment. Wir nehmen mal den Weg hier. Das war diese Mutter Miranda, die wohl über diesem Dorf hier herrscht. Ach, da ist diese alte Tuse wieder, oder ist das diese Mutter Miranda? Ne, das ist die Tuse. Diese alte Omi. Mal gucken, was sie sagt. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Sagt sie nichts? Hey, ich bin's. Erinnerst du dich nicht an mich? Ja, ich hätte dich einfach abgeknallt. Nein, hätte ich nicht, aber... Ne, bei so einer Lage weiß man auch nicht, wie man reagiert hätte, ganz ehrlich. Kann ich das mit dem Schraubenzieher irgendwie bewegen, die Dinger jetzt? Oder brauche ich dafür mal so eine Kurbel? Ja, brauche irgendwas Besonderes. Okay, dann lass uns mal reingehen, erst einmal speichern. Auf jeden Fall einmal speichern, das war hier, naja. So. Jetzt haben wir tatsächlich alles, um ins Schloss zu kommen. Die Frage ist nur, ob wir vorher noch was anderes machen sollen. Oder einfach stur ins Schloss rein. Komm, wir versuchen es mal. Dämonenfragment. Okay, das muss auch gedreht werden. So. Okay.
Jetzt kriegen wir bestimmt Besuch, wenn ich das alles reinsetze. 100 Pro, wir kriegen jetzt Besuch. Pumpgun. Oh oh. Leute. Nur Blut und Tod. Na dann. Na dann. Okay. Ich speichere nochmal. Puh, Leute, ich glaube, ich mache dann auch hier erst einmal Schluss. Das war ja wieder mal eine, ja, Folge mit Höhen und Tiefen. Würde mich bedanken, wenn ihr bei der, nächsten Folge mit dabei seid. Und natürlich ein Abo da lasst, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und natürlich einen Daumen, wenn euch es, gefallen hat. In der nächsten Folge gehen wir hier ins Schlösschen einmal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.